Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Im letzten Part haben wir den finalen Kampf gegen Pain bestritten, beziehungsweise wir sind immer noch dabei. Wir sind im Zenith-Modus gelandet und haben im Laufe des Kampfes unsere Kräfte verloren. Allerdings hat sich uns Hinata aufgeopfert. Denn kurz bevor Pain uns fast besiegt hätte mit einem seiner Chakra-Stäbe, hat sich Hinata sich ihm in den Weg gestellt und hat uns sozusagen gerettet, aber der Anblick hat Naruto total irre werden lassen und er hat dadurch dann das Chakra des neunschwänzigen Fuchses automatisch freigesetzt, wodurch er dann richtig aggressiv und richtig stark wurde. Jetzt sind wir momentan immer noch hier in unserem eigenen Selbst gefangen sozusagen, weil der Kyuubi hat ja sozusagen die Kontrolle über uns erlangt. Und wir haben jetzt gerade den Moment, wo wir gleich schauen müssen, wie wir uns daraus befreien können. Dies wird auf jeden Fall auch der Part sein, wo wir dann den Kampf gegen Pain beenden werden. Und das wird noch nicht der letzte Part sein, aber so gut wie der letzte. Deswegen alles zu seiner Zeit, ich werde da gleich noch was zu sagen und lausche dieser Musik, die ist so traurig, aber nun gut, wir lassen das jetzt laufen. Ganz richtig, der vierte Hokage, der sich damals für das Dorf geopfert hatte, um den Neunschwänzigen zu beenden. Er ist Narutos Vater. Ah. Da hat er es auch schon gesagt, 8 Schwänze haben sich schon gebildet. なるべくそうなってほしくはなかったが。でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。 大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで4代目が。うん。だってお前の名前は俺が名付けたんだから。せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺ってば。さっきも言ったろ。俺の息子だって。 Er fängt an zu weinen. Tōjū, ore no. Yondaime ga ore no. Tōjū. Kyuubi o omae ni fūjite kara iroiro to taihen datta yō da ne. Sumanakatta. Zutto kikitakatta. Hmm? Nande da? なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。 キュービが俺の中にあるおかげで いろいろ大変だったんだぞ。 お前にキュービのチャクラを封じたのは その力を使いこなすと信じていたからだ。 強大な敵とぶつかった時 お前を助けてくれる力になると。 この葉隠れを襲う 最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの、勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でも、お前なら、俺の息子ならできると確信していた。
Konoha の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それに、ジライア先生のことも知っている。あいつは、ペインはむちゃくちゃ強いってばよ。今まであったどんな敵よりも。ああ。でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は、おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか。それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ、四代目教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい。答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すら分かんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに、お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さてそろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だがこれで最後だ。木の葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。Ach, die Begegnung mit Minato war so schön, ne?頑張れ、ナルト。Sowohl im Anime als auch hier im Spiel. Natürlich den Manga nicht vergessen. Arigato, Tōchan. Ore, yatte miru tte ba yo.Das Bild ist so gut, ne? 1:1 wie im Anime damals gewesen. Beziehungsweise Manga. Ich betone es immer wieder. Und trotzdem finde ich das Bild so krass.することができるというのか。Wie man sieht, ist er auch wieder im Zen-Modus. So, jetzt beginnt definitiv die letzte Phase des Kampfes. Pain ist geschwächt.
und hat nicht mehr so viel Leben. Das nutzen wir jetzt natürlich aus. Insofern uns das möglich ist, weil gerade läuft es sehr darauf hinaus, dass wir ständig das Tauschschild zu verwenden müssen. Aber er lässt nach, der Junge. Puh. Jetzt geht's schon langsam in die Endphase. So. Boah, mit voller Energie. Übrigens diese Aura, die ihn umgibt, also Pain jetzt in dem Fall, das kann man in etwa so verstehen wie der Erwachen-Modus. Und er hat natürlich jetzt seine anderen Körper nicht mehr, deswegen schafft er es auch nicht, die Combo richtig zu Ende zu führen. Deswegen nur diese paar Angriffe. Boah, langsam gehst du mir echt auf den Keks. Weißt du das eigentlich? Boah, nerv mich nicht. Ich habe auch nicht mehr so viel Chakra. So langsam aber sicher kannst du auch mal langsam abdanken. Oh mein Gott, ey. Der macht aber zurzeit auch nur dasselbe gefühlt. So, komm. Wir beenden das jetzt. Boah. Der Angriff hat's in sich. Nimm das. Boah, so geiles Bild, ne? Das Moment des Unbekannten. Voll geil. Damit haben wir den Kampf gegen Pain abgeschlossen. Trotzdem sauberer S-Rang. Sehr gut. S-Rang bei Erderschütterung. Vision eines neuen Bindes. Genau, der Echte ist nicht unter ihnen. Das war ja sein Hinweis, den er vor seinem Ableben noch hinterlassen konnte. いない。一体どういう意味なんですか。わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。それ聞いた時はまだ意味が分かんなかったけど、けどお前たちと戦っている時に誰かが見てるようなそんなチャクラを感じ取ったんだ。
Genau, im Zen-Modus in erster Linie. Kanji totta. Dato. Zen-Modus war Shui no Chakra und Kanji zu Koto Kadekir. So konnte ich Hajimete. Ero-Zen-Nin no Hommo no Ainaite Imiga Wakata. Omae Tachu Ayatste Ero Hontai ga Irute. Wakatanda. Yakkai da na. So no Chikara. もうお前の本体の場所も分かってる。あとはそこでお前と話をするってばよ。今さら俺本人に話したとて何も変わらない。そんなの直接話してみねえと分からねえ。無駄だ。お前では到底俺の痛みは理解できない。到底Tja, ob wir seinen Schmerz wirklich nicht verstehen können, das werden wir jetzt noch feststellen. Finde ich auch lustig hier, die ganzen Chakrastäbe, die ihm umgangen haben. Die mussten ja auch noch rausgezogen werden, eigentlich. Aber gut, dafür hatte man dann wahrscheinlich nicht die Details. Und da haben wir die Leute, die im Inneren sind. Nagato. Einer meiner Lieblingscharaktere, wie manche von euch wissen. Sowohl im Gesamtwerk Naruto als auch im Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier in Storm 2 Nagato niemals spielen konnten. Aber ab Storm 3 wurde er dann eingeführt. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ab Generations, also der Zwischenteil zwischen Storm 2 und Storm 3, ob man dann ihn schon testen konnte, weil das zu lange her ist. Aber ab Storm 3 ging es definitiv. Ah. Ja. Heiwa ga noko noko yatte kita ka. Omae ga hontai ka. Ziemlich dürr. お前がみんなを俺が憎いか仇を目の前にし復讐を成し遂げたいだろう俺はお前と話をするつもりでここへ来たけど他に確かめたいこともあった確かめたいことだと自分の気持ちを確かめたかった仇を目の前にしたら俺がどうするのか自分でも分かんなかったからだ。で？やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくって、震えが止まらねえ。ならばかかってくるがいい。それがお前の正義だ。お前を弟子にして。よかったわい。どうした？俺を許せないのではないのか？エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った。その答えをお前に託すって言われて。ただ弟子として認められたみたいで単純に嬉しかったんだそれがどんなに難しいことか今になってよく分かったそんなに簡単なことじゃねえってことも。だが俺を許せないことに変わりはないはずだ俺はお前の死を殺し仲間を殺し里を潰したこの現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ事を信じることができるのか？お前がエロ仙人の弟子だと分かったとき、どうしても聞いておきたいことができた。なんだ？エロ仙人の弟子であるお前が、どうしてこんなことになっちまったのか？俺は、
お前の考えがわからねえ。お前は里を仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。守りたいもの、大切なもの、かけがえのないもの、それらを思うのは何もお前だけではない。かつての俺にもそう思えるものがあった。だが今はもういない。すべて争いに奪われたのだ。偽りの平和、そして野心、くだらぬ思惑が争いを生み、そして俺の大切なものを奪った。両親も親友も何もかも俺の前から消えた。俺は争いを憎み、それを生み出した世界を深く憎んだ。しかし同時にこうも思った。争いを止めることができれば憎しみは消えると。それがこの世に平和をもたらすことになるのだと。ならばどうすればそれが実現できる。答えは至極簡単だ。この俺が神になり、争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ。そうすればすべてがきれいに収まる。俺のように憎しみを抱く者がなくなる。だから俺は俺のやり方で、俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか？これが俺の正義なのだ。ジライアの言っていた本当の平和などありはしない。あるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だ。この呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ。暁のペインとして人中力を借り続けたのも俺の考える平和を実現させるためだ。すべては世界のために平和を考えてやったことだ。世界のために。そうだ。少しは理解できたか？ああ、あんたの考えは理解できた。ならどうする？このままおとなしく捕まってくれるか？それはできねえ。俺は今の今でもあんたのことが憎くて仕方ねえくらいだ。ではここで決着をつけると。でも。うん？エロ仙人は俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人が信じたことを信じてみる。俺は最後まで師匠を信じる。愚かしいな。今さらジライアの言っていたことを信じて何になる。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きていく限り、そんなものはありはしない。だったら俺がその呪いを解いてやる。うん。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。それが愚かしいというのだ。諦めずにいれば全てが叶うのか、諦めずにいれば平和が訪れるのか、そんな考えでは何も掴むことはできない。救うことはできない。何も
誰も。俺ってばバカだから、平和がどうだとか、どうすればいいかとか、まだはっきりとは分からねえ。でも、諦めたら全部終わりだってのは、俺でも分かる。うん。諦めちまったら、夢も希望も何も叶えらんねえ。前に進むこともできねえ。そんなのは嫌だ。自分の道は絶対に曲げたくねえ。やはり子供だ、お前は。そんな幼稚な考えで本当の平和が訪れるとでも。できる。俺ってば約束したからな。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。おっす、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。約束は絶対に守る。まっすぐ、自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのなら、この俺がゼロから作り出してやる。信じてくれる人がいる限り、俺は。最後まで諦めねえ。良いか、ナガト。この先どんなことがあっても決して諦めるなよ。諦めることなくまっすぐに進め。きっとその先にお前の描く平和がある。ヤヒコが、コナンが、みんなが笑っていられる平和がな。わしはお前を信じとる。必ず平和をもたらすことができると信じとるぞ。諦めない心か。そういえば俺もジライア先生から教わっていたな。だが痛みと憎しみにとらわれ、そんなことを忘れてしまっていたが。ナガト。おかしいな。同じ死を持つ俺だ。あの時は持ち合わせていたはずなんだが。渦巻きナルト、お前の目はこの混乱の中で少しの曇りも見えない。お前の目は俺の輪廻眼よりも先が見えているかのようだ。お前は俺とは違った道を歩く未来を予感させてくれる。師匠の意志は俺が引き継ぐ。それ絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのなら、この俺がゼロから作り出してやる。俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士、理解し合えるはずだと。まあ、あれは冗談のつもりだったんだがな。お前を信じてみよう。ナガト。
あなた。コナン、もういい。俺には新しい選択肢ができた。諦めていた希望への選択肢が。それにだ。弟弟子が諦めないと言っているのに、兄弟子である俺たちが諦めるわけにはいくまい。ナガト。でも、その術は今のチャクラでその術を使えば。 なんだ。けど輪廻転生の術。輪廻、一体何しようってんだ。亡くなった者たちを生き返らせる。そんなことできるのか。木の葉へ来て、俺が殺めた者たちならまだ間に合う。これがせめてもの償いだ。 命を懸けてまでこの子を。お前。戦いとは双方に死と痛みと傷を伴わせるものだ。大切な人の死ほど受け入れられず死ぬはずがないと都合よく思い込む。死に意味を見出そうとするが、 あるのは痛みと、ぶっこみのような死と、永久に続く憎しみと、癒えない痛み。ナルト、お前がこれから立ち向かうことになってくるものだ。 それでもなお、お前には期待してしまう。お前はその道を迷わず進め。そうすればきっと、俺の役目はここまでだ。 どうなっちまったんだ。ナガトの術が発動した。今頃、木の葉の者たちが息を吹き返している頃だろう。そっか。今までのナガトにはこんな選択肢はなかった。でも、この子がナガトの心をこじ開けた。あの頑なだった。 ナガトを変えた不思議な子。そういや、お前はこれからどうすんだ。もう暁に戻るとは思いたくねえけど。暁は抜ける。もはや何の未練もない。ナガトの夢、ジライア先生の夢、二人の夢がお前に託されたのなら、これからはお前が二人の夢だ。 ナガトがお前を信じたのなら、私もお前を信じる。私たち雨隠れは、お前と共に二人の夢を追いかけることにしよう。諦めない、ど根性。それから痛み。それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。みんなの意志を引き継いで、 俺はまっすぐ歩いてみせるってばよ。これまでも、そしてこれからもな。今度こそお前は散ることのない希望の花であってくれ。あ、 見ててくれ、師匠。
Mein Gott, ey. Könnte ich mir jedes Mal reinziehen, diese allgemeine Situation. Die Begegnung von Naruto mit Nagato und Konan war wirklich besonders. Naruto ist natürlich jetzt total fertig. Und Kakashi lebt wieder. Kakashi-sensei. Yoku yatta na. Mino. みんなお前が帰るのを待ってたんだ。みんながナルト、大きくなったな。本当にナルト、ナルト、ナルト、おおいおいおいおい、やったじゃねえかこの野郎。まさかあんたがね、すごいじゃない。僕はいって押すなってばよ。さすがはナルト君です。よかったナルト君。さくらちゃん、本当昔から変わらないんだから、いつも無茶ばっかりして。ごめん。でもさ、バカ。あれ、ありがとうナルト。さあ勝利の祝いです。ナルト君を胴上げしましょう。お、そりゃいい考えだ。そこまでしなくていいって。何遠慮してんのよ、あんたらしくもない。ほうや、行くよ。わ、ちょっと。Ich krieg so Gänsehaut gerade, ne?Einer der schönsten Stellen in ganz Naruto für mich. Ja, und das war's mit der Story zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Was soll ich sagen? Für mich tatsächlich mit einer der besten Naruto Games, die wir so haben. Ich finde, dieser Teil war nochmal ganz anders natürlich als der erste Teil, weil im ersten Teil war es so, dass alles noch sehr neu war. Man konnte in Konoha sehr viel machen, man konnte auf Gebäude raufklettern. Die Kämpfe waren ein bisschen anders strukturiert, man musste viele Nebenmissionen machen. Und bei diesem Teil haben sie sich mal an was Neues versucht. In diesem Zeichenstil, in diesem wunderschönen gezeichneten Stil, haben sie sich eine wundervolle Idee einfallen lassen, indem sie die Story einfach fortlaufend so laufen lassen haben, so wie es im Anime auch war. Natürlich waren viele Passagen, viele Orte
nicht eins zu eins gleichzustellen mit denen aus dem Anime und viele Dinge waren stark abgekürzt. Aber ich sag offen, wie es ist, Storm 2 war wieder nach wie vor ein Hochgenuss für mich. Allein diese Musik, dieser Soundtrack und ach, man erinnert sich immer so gern an viele einzelne Passagen, die im Laufe dieses Spiels wieder passiert sind, schon zu Beginn an. Die Bosskämpfe waren auch alle richtig geil, mit den ganzen Quicktime-Events, das hat richtig Bock gemacht und jeder war auf seine Art besonders. Aber natürlich auch hier die einzelnen Kämpfe davor. Hinzu kommt, dass sich an dem Spiel natürlich auch noch ein bisschen was verändert hatte, insofern, dass wir halt die ganzen Shippuden-Charaktere jetzt hatten, weil ab diesem Teil begann ja die Shippuden-Ära und damit hat sie ja auch begonnen sozusagen. Und im ersten Teil hatten wir natürlich ganze Classic-Charaktere. Hier hatten wir viel mehr Charaktere, die wir spielen konnten und unterschiedliche Settings, die einfach nur bombastisch sind, ja, wahrscheinlich. Ach, aber das ist so schön, ne? Ich habe dieses Spiel richtig, richtig gern gespielt. Und auch wenn ich sagen muss, dass ich das Spiel natürlich nicht am Stück so zu Ende bringen konnte, weil immer währenddessen irgendwas passiert ist, also seit ich das Projekt gestartet habe, hatte ich das Problem, dass ich immer mal wieder ein paar Probleme hatte, auch bezüglich meines Rechners, dass ich auch mal Phasen hatte, wo ich einen neuen Rechner bekommen hatte, weswegen das Projekt dann auch eine gewisse Zeit pausieren musste. Aber trotzdem, ich habe jedes Mal, wenn ich einen Part davon gemacht habe, das Spiel total genossen. Und es werden natürlich auch in Zukunft die weiteren Storm-Teile folgen, das ist ganz klar. Nur denke ich, dass ich jetzt nach diesem geilen Teil hier erstmal ein bisschen Pause haben werde. Ich denke, der nächste Teil, der Storm 3 Teil, der wird dann nächstes Jahr kommen, weil ich im Moment auch noch das Problem habe, dass ich noch offen laufende Projekte habe, die ich natürlich noch gern zu Ende bringen möchte und die werden auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, deswegen muss ich schauen, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr hinterherkomme, aber es soll ja auch Bock machen, deswegen möchte ich mir da wie gesagt Zeit lassen. Und ja, das ist im Grunde, was ich sagen wollte. Was ich vielleicht natürlich auch noch dazu erwähnen wollte, ich habe ja zu Beginn des Parts auch erwähnt, dass dies jetzt nicht der letzte Part sein wird, denn ich will das Spiel ja zu 100% durchspielen und dafür gibt es noch mindestens eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, nämlich das Fragment. Dieses Fragment werden wir auf jeden Fall auch noch machen, und zwar geht es da um einen Kampf, der für meine Verhältnisse oder wie ich empfinde mit am schwierigsten ist, irgendwie von allen Kämpfen, die wir so bisher im Spiel hatten, und der ist wirklich nicht ohne, weil wir da natürlich auch S-Rang machen möchten. Ich werde auf jeden Fall schauen, wie ich das dann im nächsten Part handeln werde. Es wird aber auf jeden Fall so sein, dass der nächste Part dann wirklich der letzte sein wird. So habe ich mir das fest vorgenommen. Es kann sein, dass ich die ganzen Nebensachen dann einfach nur sozusagen ja zusammenschneiden werde und das dann nebenbei kommentiere. Aber das Fragment wird auf jeden Fall live dann passieren und ich bemühe mich dann auf jeden Fall alles zu zeigen. Und ja, das war es im Grunde, was ich sagen wollte. Also das Projekt endet noch nicht, aber die Story ist jetzt zu Ende.見つからんかった時はその答えをお前に託すとしようかの。お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。お前を信じてみよう。渦巻きナルト。 Dieses Ziel bleibt natürlich auch noch vorhanden, ist klar.
ちょっと待って、すぐそっち行くってばよ。てくるってばよ。ちょっと聞いてんの？本当に置いてくわよ。ああ、ストップ、ストップ。あんたね、何やってたのよ。いや、ちょっと景色を眺めててさ。はあ？景色？あんたらしくもない。さくらちゃん、俺だってたまには。いや、景色もいいもんだよ。だよな。景色を見てるとこう、なんというか、あ、ちょっと、さくらちゃん、はいはい、ほら、置いてくわよ。ふぅ、賑やかだね、お前たち。かくして、時代の風舞い上がり、今、ここに新風芽吹く。無限の可能性を秘めし新しき道、渦巻きナルト物語はここより始まる。Das letzte Kapitel, die Geschichte von Naruto Uzumaki, haben wir nun beendet. Ja. Letztes Kapitel abgeschlossen. Glückwunsch zum Abschluss des Hauptszenarios. Begleite Naruto jetzt bei neuen Begegnungen und Abenteuern in der Naruto Shippuden Welt. Auf dem Weg des Ninja, der Ninjas gehen der Hauptszenario gestalten. Was für ein schöner Tag heute. Mir geht's absolut fantastisch. Also was könnte ich heute tun? Dringende Missionen habe ich im Augenblick ja nicht. Gut, vielleicht gehe ich einfach mal spazieren. Wenn ich nur hier rumhänge, passiert garantiert nichts. Genau. Das werde ich dann im nächsten Part alles noch einblenden. Ich denke, das reicht dann auch für diesen Part. Der war wieder ziemlich lange, aber ich wollte definitiv jetzt alles in diesem Szenario halt noch runterbringen. Wir schauen dann, dass wir im nächsten Part dann hier wirklich alles noch runterbringen, was irgendwie wichtig ist. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann das Spiel abschließen und schauen, was wir alles in diesem Part dann noch runterbringen können. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.